Hand. I'm Speed. Ab auf TV Pengle. Wood hier im Schlüssel. Das haben wir. Kopfkamera nehme ich auch noch mit. Beobachten. Gucken, was sie dieses Mal haben. Was wir mitnehmen, ist ganz wichtig. Erstes Safe-Versteck geht. Keine Spieluhr. Kinderzimmer blockt. Kein Spiegel. Ein doch Tarotkarten haben wir. Heißt, Knochen fehlt noch. Oh. Wir haben im Keller wieder safe versteckt. Nein, verwastet das Foto auf jeden Fall. Läuft hart bei dir. Ja, aber da verwasten tue ich die öfter mal. Also nichts Neues. Achso, doch, wir hatten Tarotkarten, richtig. Wie kalt ist das denn hier unten? Oder Keller? Ja. 100% Keller. Das heißt, das Gerät bleibt hier unten. Fotoapparat, ja, was wir unten hin. Knochen müssen wir so nochmal gucken. Dafür bräuchten wir den Apparat. Knochen liegt hier. Wo wird die Hüfte? Welche Hüfte? Becken. Na dann, keine Ahnung. Ich hab den Fotoapparat, mach ein Foto und sammeln ein. Ja. Hast du den, weil das habe ich eh auf jeden Fall. Ich dachte, das ist gleich wie gerade. Ja gut, dann ist nicht bin ich mir nicht sicher. Ich, keine Ahnung, weiß ich nicht. Eins davon, irgendeine Sache fehlt mir auf jeden Fall auch noch. Was hat jetzt runtergeworfen? Ich überweise mal ein Foto. Ja, kannst du machen. Sagt er hier ein 3er EMF? Ich weiß nicht, was. Zieh ihn fort. Hoch und sammel. Jetzt hat er hier nochmal was umge. 5er. Aber was? Ne, wo denn? Ist jetzt auch nicht. Zeig mal die Säge vielleicht. Einfach Abstand und Foto. Ja. 2er. Wie war es in 5er? Hier haben wir kein Orb. Aktuell. Gut, ist, hier? Ich kann Foto machen oder Fotoapparat. Wo bist du? Wo sollen wir gehen? Bist du hier? Wo bist du? Sollen wir gehen? Bist du hier? Wo bist du? Sollen wir gehen? Bist du hier? Es kann aber kein Podcast mehr sein. Zwillinge möglicherweise. Wenn es kein Orb wäre. Wären Obake und Raichu raus. Und dann als Bonus Räucher Ereignis und Räucher. Also nicht. Bist du hier? Leeres. Bist du hier? Bist du hier? Oh Gott. Problem ist mit Fingerabdrücken wäre, dass es nur die GIF unten die GIF-4-Box als Möglichkeit wäre. Gib uns ein Zeichen. Ann Skinner. Ein schlechter Name. Ann Skinner, gib uns ein Zeichen. Pass diese Box hier an. Schöne Kühlbox. Ann Skinner. Gib uns ein Zeichen. Mach was. Zeig dich. Habe ich überhaupt irgendwo ein Versteck? Ah ja, doch, erst so. Notfall. Oder hinten. Ann Skinner.
Gib uns ein Zeichen. Bist du hier? Was machst du? Was geht ab, ja? Sofern sie halt überhaupt hier unten drin ist. Gut, da unten. Ja, ist sie. Warte mal, wir haben mal zwei Bewegungssensoren. Also ziemlich sicher, also was halt so, ja, sie können auch von woanders hinter. Oder wenn es die Zwillinge sind, dann wäre es quasi schlecht, weil dann wird der Geist, glaube ich, durch den Zwilling. Also meine Vermutung. Wird er nicht. Okay, wir haben leider kein Fotoapparat. Ach, da ist sie. Ja, wir haben leider kein Fotoapparat. Das Problem ist, weil es kann ja auch, können ja auch die Zwillinge sein. Was das Ganze schwierig macht, weil wenn der eine Zwilling, glaube ich, der löst den DOTS nicht aus, der andere schon. Also der Hauptzwilling. Der andere macht nur die Sachen um sich werfen und sowas. Das meine ich, war das. Das heißt wiederum, dass wir gerade voll verarscht werden, glaube ich. Das ist ganz toll. Also da ist kein Orb, wenn das der Zimmer, wenn das Zimmer ist. Aber da war ja am kältesten eigentlich, also... Geh nochmal checken. Müsste es ja das Zimmer sein. Somit hätten wir kein Orb. Und kein DOTS. Er geht gerade übrigens die Treppe rauf und runter. Somit wäre... natürlich noch Buchfinger... Box eine Möglichkeit. Box war aber auch keine Reaktion. Sofern Buch. Der Geist... Buch? Und den Buch hat er auch nicht reingeschrieben. Achso, ja, Buchfingerabdrücke 4 wäre dann noch übrig. Theoretisch. Und ich hab unten 4 Grad. Also ich gehe gerade hoch. Ja, aber das war, ist ja der Raum, oder nicht? So, ne? Was soll ich sagen? War 20. Küche haben wir, ne, erste schon mal 17. Da war auch in der Küche was runtergeworfen. Ja, aber das kann halt von unten ja auch interagieren. So mäßig. Deswegen ist das ja das Ding. Und wenn er vor allem, wenn er zu zweit ist als Zwilling, dann sowieso. Ja, ich sage wirklich, es ist Killer. Eigentlich sagen wir nur, dass wir eine weitere Beweise jetzt haben. Außer EMF 5. Und Buch. Shade oder Mühling, ja. Warum kein Spirit? Weil ich die Sachen ausgekreuzt hatte, die anderen. Ah, oder was? Sofern, dass die nicht. Also, kann ja noch sein, dass es die sind, aber. Ich gehe mal nicht davon. Ja, gut, DODS kann es so oder so nicht sein. Wow. Step ins Holz, macht aber nichts. Ah. Oh. Das umgeworfen. Nö. Will ich nicht. Ach, ist zu gruselig unten. Zu gruselig. Das heißt aber, es kann immer Fingerabdrücke oder Gefrier sein. Wenn es das andere nicht ist. Muss ich mal drauf hören, ob er. Oder sie, besser gesagt. Ich verweise ihm erstmal Sticks. Dann kann er jetzt eh nicht handeln gerade. Was war das gerade? Das ist ein Schaukelstuhl. Uff. Aber jetzt hier haben wir hier nicht. Geist stellt sich immer nur mein Salz. Okay, jetzt. Sich der Geist bewegt.
Weil GOTS haben wir nicht. Es muss ja irgendwie Fingerabdrücke sein oder was? Ich sag, wir werden echt komplett verarscht. Also bei Box war es ja nicht. Bist du hier? Wo bist du? Sollen wir gehen? Bist du hier? Wo bist du? Sollen wir gehen? Bist du hier? Wo bist du? Sollen wir gehen? Bist du hier? Hier ist gerade nach oben gegangen. Der Geist. Das ist eine blöde Situation. Ich weiß halt nicht, was halt bei einem Hunt leise sein soll. Nur Steps. Nur Nein. Steps. Ja gut, das müsste man halt dann so testen. Naja, also es wird man halt mit, also ein normales leises halt nur Steps eigentlich, glaube ich. Haben wir denn die schöne Salz-Ding überhaupt? Das Cursed Object. Power-Karten. Power-Karten. Hand. Ich lass offen die Tür. Macht so. Weg. Oder ist er mal gestorben? Keine Ahnung, ich höre nichts. Nee, Achso, nee, ist er weg. Ich dachte, dass du überhaupt du gestorben bist. Nicht, war mal nicht hier, Nee, weil. Das ist so eine Sache. Also, ich weiß nicht, ob sie im Raum gestaltet. Ich glaube, es ist bei mir unten angefangen. Ich hatte ja eher das Versteck. Ich bin recht schnell hintergegangen. Das heißt, Mühling kann es nicht sein. Weil, ja. Ein Shade kann es aber eigentlich auch nicht sein. Weil ich war in dem Raum drinnen, als ich sie gehandelt habe. Also, nach reiner Logik. Mühling ist dafür bekannt, dass er leise ist. Sie war nicht leise, sie hat gesungen. Shade? Wird nicht jagen, weil er gesehen im Raum hat. Außer sie war auf der Treppe und das wurde nicht als Keller zählen, aber eigentlich zählt es als Keller, deswegen macht's keinen Sinn. Und der Geist war ziemlich sicher bei mir unten. Ja, jetzt ist halt auch wieder die Frage, was soll's dann sein? Also die OTS habe ich bis jetzt immer noch nicht gesehen. Ich habe da schon recht lange drauf gestarrt. Die OTS kann es von den zwei Beweisen eh nicht sein. Nee, bei den beiden nicht. Aber ich meine. Wird der MF und ne, wird EMF im Buch. Ja, wenn du die jetzt auskreuzt, bleib mal nicht da. Ja, gut. Also Box war aber 100% keine Reaktion drauf. Mehrmals nicht, während der Geist neben mir stand. Auf der Treppe. Aber Orb ist es eigentlich auch nicht, weil der ist kein Orb. Also entweder der Geist hat einfach woanders gehandelt und war ein Shade. Ja, oder ich weiß es halt nicht. Aber leise war das ja nicht. Theoretisch. Also dann würde ich schon eher mit Shade gehen, aber mit Mühling dann ja nicht. Ich meine, vielleicht finde ich doch was heraus, aber ich glaube nicht. Oh, sie hantelt.
Ich bin bis jetzt noch keinen Schritt weiter, tatsächlich. Ja, aber Tauchgarten. Ja, mach ich die ganze Zeit schon. Ah. Soll ich zumachen? Was ist das überhaupt in der Hand? Ja, es ist. Event. Ja, wir hätten normalerweise hätten wir Fingerabdrücke mal testen müssen. Aber ich hatte gerade ein bisschen Panik, also weil die halten eh nur 30 Sekunden, also wenn nach dem Hand, aber ich hatte gerade ein bisschen Panik, weil ich dachte, das wäre ein Ding. Und jetzt freue ich mich ja nicht mehr und ohne Sticks quasi. Sie hat ja Türen bewegt, das ist so. Ich sage, es ist ein Mühling, weil ich einfach nichts gehört habe, außer die Türen. Ja, klar, weil sie weit, weit genug weg war. Wir können eine 50-50 Chance haben, wir. Wir können ja, ich sag jetzt dann, ich sag eher, ich gehe eher mit Shade. Tatsächlich, als mit Mühling. Vielleicht muss man unbedingt jetzt außer ich höre irgendwas mit. Oh, haunted. Na. Baro KT. Hier ist es. Ist vorbei. Ich sag jetzt ein Shade. Also sie macht Geräusche, aber also sie tutet ja selber bei sich rum, aber ja, ich meine, jetzt war ich eh nicht in ihrem Zimmer, das wäre nur unten gewesen. Aber da kann sie auch irgendwie, weiß ich nicht, über mir gewesen sein. Weil da fing es direkt an mit dem Puls, als ich unten drin stand. Frage ist jetzt, jetzt ist sie ja natürlich nicht zwingend immer in ihrem Zimmer. DOTS kann es eh nicht sein, also brauche ich auch nicht hingucken. Und Orb sehe ich nicht. Und den müsste ich ja sehen. Eigentlich. Tja. Also gehe ich mit Shade. Theoretisch. Mühling. Gut, dann 50-50 Chance. Es sei denn, es ist einer dieser anderen Beweise noch, die ich ausgekreuzt habe, dann nicht. Aber. Wahrscheinlich. Sie war nicht, aber sie war nicht leise. Also ich habe sie durch die von den Nebengeräuschen, habe ich sie teilweise beim Hand gar nicht gehört. Ja, dann ja, weil sie weit zu weit weg war. Umso weiter der Geist weg ist, umso weniger hörst du. Aber naja.